Willkommen zurück zu Death Stranding. Ich bin euer Firobo und wir bewegen uns im Baugrund. Hier vorne ist. Haben wir unsere schönen Loader mit dabei. Schauen wir mal, wie tauglich die Dinger sind, ne? Aber auf jeden Fall schirale Kristalle dafür. Ach der ja. So. Oh, da waren sie welche. Dann schauen wir doch mal. Wir brauchen ein ganzes Zeug hier. Nee, 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 nee. Oh Gott, jetzt sogar geschickt. Das Kalle noch. Schön, du hast es geschafft. Dann lass uns diese Schutzhütte bauen. Ja. Bist du bereit, Sam? Nicht. Rüste zuerst deinen TCK aus und wähle Schutzhütte. Ja. Zack. So. Hier war gerade voll der. Gut, der ist da hinten jetzt, okay. Ich würde sagen, ist so voll der Bogen. Schön, dass ich eigentlich Shield platziert hatte, aber gut, dann brauche sie halt dahin. Bei mir Latte sein. Sam, du solltest das Material so schnell wie möglich zur Schutzhütte schaffen. Ja. Oh, guck mal, er fährt sogar da hoch, lol. So, wir brauchen Kristalle. Kristalle, die ich habe. Was tut weh? Oh, passt perfekt, ne? So. Bauen wir eine Schutzhütte. Ist okay. Das heißt, wirklich mal so einfach wäre. Jetzt habe ich hier einen Private Raum oder was? Theoretisch. Oh, ein Awesome. Vielen Dank, Sam. Diese Schutzhütte wird langfristig für unzählige andere ein Segen sein. Ich rede nicht bloß von den Booten, die dort auf dem Weg zur Wetterstation rasten werden, sondern auch von all den Menschen, denen sie helfen. Wir alle sind mit jemandem verbunden, Sam. Aber du wirst die Ehre haben. Ach guck mal, hier können wir sogar einlagern. Lol. Sehr cool. Oh. Ah, wir können sogar Ausrüstung herstellen. Kein Material. Okay, das ist natürlich doof. So. Jetzt haben wir alles hier schön. Zack. Da sind wir schon gut bestückt hier, ne? Wir müssen noch nach da hinten kommen. Oh, es ist eine Reise. Auf jeden Fall. Hier der alte. Hier nochmal ein bisschen sammeln gehen. Eben. Das Teil werden wir auf jeden Fall noch wieder welche brauchen. Ja, so gut wie gar nichts mehr jetzt. Keramik, ach, guck mal. War noch was, stimmt ja. Da hinten, der sieht ordentlich dick aus. Ich nur. Wenn es uns hier runter oder so. Und mal liegt drauf am Ende. Das wäre es jetzt noch. Zack, ein kleines Paket und dann hier. Da war noch mal was mit der Station. Oh, ist ja direkt hier. Ah, sieht doch groß aus. Sehr schön. Hab ich den übersehen? Hab ich mich gerade. So. Das war ja nur Keramik, ne? Ja. Nur Keramik. Hier ist auch nochmal Keramik. Ja,
Nehmen wir einfach mal mit und gehen mal zur zweiten Station und lagern es da ein. Die Schweber sind schon ganz praktisch, glaube ich. Na gut, sie können jetzt... Voll viel können sie eigentlich tragen, ne? 300 Kilo können sie. Obwohl ich irgendwie... Bis jetzt habe ich ja festgestellt, immer wir haben eher das Limit an Paketen erreicht, anstatt Limit von den Dings zum Tor als Limit von den Gewichten jetzt. Vielleicht sollten wir hier nochmal zurückgehen und mal ein bisschen chirales Zeug sammeln. So, liefern, verloren, 8. Kann nur die eine zurückgeben? Okay. Achso, hier ist auch noch was. Sagen. Ameisenprobe, alles klar. Was da rein? So. Danke für deinen Besuch. Ja, du bist echt unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich bin einfach der Beste. So, zack. Nehmen wir uns noch ein paar Punkte. Bei den Leuten. Na dann, viel Erfolg weiter. Und pass auf dich auf. Oh, danke. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Noch ein neuer Auftrag. Standardaufträge, ne? Liefern, liefern. Ach, nach da hinten, alles klar. Obwohl, könnten wir jetzt theoretisch nicht einfach das nehmen und einfach dahin reisen? Wenn wir hier auf unserer Station noch ein Schirmdorf, ne? So, das ist ein Schirm. Also wir könnten von da aus reisen. Tja, Frage ist, erzählt das auch für unsere Sachen? Weiß ich natürlich jetzt nicht. Auch sogar hinreisen. Alles abreisen jetzt einfach mal eben schnell. Punkte machen. Echt ganz cool. Vor allem so können wir jetzt eigentlich auch echt gut unsere Materialien und so weiter handhaben, sage ich mal. Ganz nice. Mal schauen. Gut, aber lassen wir es erstmal. Ich würde gerne einlagern, glaube ich, oder? Und dann jetzt alles Nasten. Das Keramikzeug lagern wir mal ein. Das ganze Mundschuhe. Ja. Ein TCK will ich mitnehmen immer. Auf jeden Fall der Fälle. Kletterausrüstung, Blutgranaten auf jeden Fall. Lastenschweber, ja. Gut, nehmen wir halt. Und ich platze weg, das ist das Problem. Größe L, aber. Können wir noch einen einlagern, glaube ich. Fuck. So. Sind wir da schon mal glücklich, würde ich sagen. Wir sehen ja schon echt wieder voll packt aus, aber wir nichts haben an Zeug eigentlich. So, jetzt auf den langen Weg. Ich würde dich ja mit Sonnenbrille rumlaufen lassen, aber es sieht einfach wieder ein bisschen dämlich aus. So. Das ist echt gar nichts so. Zack, dann müssen wir aufladen und dann laufen wir weiter. Der sieht im Kack aus, wie der da drin hängt, ne? Finde ich. Ja gut, ist halt so. Das Musik wäre schön. Wettervorhersagen ähneln dem Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, der sie vor Gefahren warnt. Aber wir haben etwas Besseres. Ja. Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig, vorauszuplanen. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag über den nächsten nachzudenken. Und einst gebar unsere Fantasie. Warum labert ihr uns eigentlich die ganze Zeit zu? Weil wir ihn noch gar nicht gesehen haben, getroffen haben. Aber irgendwann haben wir das Morgen aus den Augen verloren. Wir degradierten uns selbst zu ausschließlich auf das Hier. Und jetzt fixiert mich hier. Wow. Alles klar.
Ich hatte wie letztes Mal einfach so ein Ding gemacht. Lol. Und einfach. Einfach gelöffelt das Sam, aber richtig hart. So. Das macht dem Baby anscheinend Spaß und da kenne ich mir wieder ein Lied. Cool. Jetzt wieder Probleme bei YouTube, aber es ist schöner. Muss man einfach mal sagen. Das ist deutlich schöner so. Freundlicher Genehmigung von. Ja. Schon mal angeben. Wurde übrigens genehmigt. Hm. Dann ist was von Bossfight-Gebiet, sag ich mal. Okay. Aber. Wenn uns so geht, müssen da hin, ne? Jetzt einfach noch gerade. Okay. Jetzt werde ich euch das scannen wieder. Jetzt hat zum Beispiel was. Zack. Einfach drauf sehen. So. Jetzt haben wir welche. Na? Willst du keinen messen? Oh, schon mal nicht. Das ist eine Keramik. Okay. Da gibt es auch noch ein bisschen Kristalle. Brauchen wir auf jeden Fall. So, hier haben wir noch jede Menge Kristalle. Ein Riesending. So. Ah, jetzt sind aber nur die Sandalen wieder. Okay. Verlorene Fracht, Missgerät. Ja. Nachher haben wir ein paar Mulzers. Er sagt Geister, ne? Oder? Tod? Oder hier? Kann ich mitnehmen? Mit. In voller Fülle Kletterhaus, das kann ich immer gebrauchen. Jetzt haben wir noch ein Messgerät, das wir nicht. Ein Traum ist halt in der Hand. Okay. So. Oh, ja, das ist ins Entfallen, alles klar. Oder wir können hier. Oh ne, hier ist eine Wetterhand. Nein. Ah, das ist echt. Eieieiei. Alles voll mit bösen Jungs. Okay. Wir haben jetzt natürlich ein kleines Problem, weil wir extrem vollgepackt sind. Ah. Aber keiner hat gesagt, dass ich hier gegen böse Jungs kämpfen soll. Würde ich sagen. Hier schon mal runter. So, dann würde ich sagen, nutzen wir eben unseren Briefkasten. Da kann ich ein bisschen was. So. Dann vielleicht ein bisschen was von unserem Zeug schon mal loswerden. Ist schon angegriffen. Ich darf es nicht in die Hand nehmen, so. Schon mal doof. Aber gut. Ich schaue erstmal meinen eigenen Giftkasten.
So, dann liefern wir mal. Zack, 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 zack. Jetzt lagern. Oh, okay. Das liefert werden. Und Likes für. Zack, zack, zack. Dankeschön. So, jetzt sind wir schon mal leichter. Auf jeden Fall. Und den nehmen wir mit. Aber wir das können. Vielleicht freut sich auch jemand hier drüber. Das zu nutzen zu können. So, liefern wir wieder. Zack. So, zack, zack, zack. Jo, danke. So. Was haben wir denn jetzt alles noch in unserem Frachträumchen hier drin? Gucken wir mal. Wieso habe ich nutzen noch drei Weizen? Achso, der eins hatte ich hier dran gemacht. Okay. Warum auch immer. Kraftsknetschschuhe haben wir, okay. Die Bola können wir nutzen, theoretisch. Antra. Munition, ein Schuss. Wie kann ich denn Munition herstellen? Sind sie auch gegen GDs für was? Sind gegen GDs wirksam? Toll. Alles klar. Bola-Gang ist gegen GDs. Okay. Alles klar. So, dann können wir erstmal hier lang. Können wir hier ein bisschen Zeug sammeln. Ein bisschen was futtern. Fahrzeug direkt. Okay. Ich wollte schon noch futtern von da. Gut, da kommen sie mit dem Auto angefahren. Da laufen wir mal welche hin. Gehen sich alle jetzt hin? Ah. Erstmal kommen. Okay, der kommt auch noch. Müssten sich eigentlich vier sein, der Fahrer zählt ja auch noch, oder? Und euch? Ihr bewegt euch auch hier so in die Richtung, aber. Ah, hab mich gewartet. Schön. Ja, wo ich bin. Scheinbar. So. Zack. Was können wir denn hier alles erbeuten? Schauen wir doch mal. So, Fracht. So, sortieren wir doch mal schnell. Zack. Ach, hi. Zack. Danke für deinen Loot. Ach, da kommt noch ein Fahrzeug an. Jetzt kommt ihr alle aber, ne? Jetzt wollt ihr alle ein Stück von mir abhaben. Oh.
Zack. So, hallo. Kann ich dich irgendwie verwenden oder so? 8. Sortieren. Das Wichtigste. Erstmal Fracht sortieren. So. Armin. Ach, steig sie doch mal aus. Na komm mal her. Zack. Bam. So. Gibt's auch nicht Punkte, würde ich sagen. Der ist auch ausgestiegen. Ah, ich kann das Fahrzeug doch fahren. Ja, lol. Easy. Nice. Dann mach ich mir noch hier ein Einstatt-Ding als Lager-Ding nutzen. 8 Mini, ja. Ey, geil. Dann hauen wir den mal da rein. Jetzt die Metalle hauen wir da rein. Noch Keramikmetall. So. Was ist da Laden? Nice. Ich hoffe, das. Ich wollte zum Laden nutzen hier. Da ist noch mal ein bisschen was. Unser Blut wieder hochgeht. So. Was haben wir denn hier alles? Da ist noch ein Speicherding. Alter, ich kann schon voll das Ding hier vollhauen. Jetzt soll mich happy schätzen, dass ich das Ding habe. Oh, wie geil. So, Speicherding. So, die Leiter. Kann er benutzen, okay. Hier oben haben wir was drauf. Dann kann ich hier hoch. Dann ist Parcours. Das war knapp. Okay. Oh geil, kann man jetzt einfach hier rumfahren. Was, wenn ich jetzt einfach den töte? Wenn ich jetzt überfahre als Beispiel. Ja, das ist möglich. Und ich könnte dann einfach, jo, easy gechillt, Voltout auslösen und alles hier töten. Zum Beispiel. Ebola-Guns habe ich jetzt. 2. Okay. Da gerade mehr aufgehoben als nur so ein bisschen was, oder? Ah. Naja, dann tun wir noch eine Bullagan hier laden. Zack. Sehr schön. Dann komm mal her. So, let's go. Mit. Dann haben wir uns hier noch drum. Schön schade, dass wir nicht die ganzen Dinger hier einnehmen können. So. Da hätten wir den Briefkasten. Und räumen wir ihn auch noch leer. Scheiße. So, alles klar. So, geht das? Nö. Nee. Das auf dem Rücken. Zack. Nochmal. 8 Mini. Wie viel kann ich denn hier eigentlich lagern? Wird auch mal lustig, sag ich mal, ne? So, was haben wir denn jetzt hier alles? Das. Die ganzen verlorenen Sachen. Noch eine Bola-Granate. Reparaturspray. Hier. Alles im Fahrzeug lagern. Zack. So. Ich hätte jetzt mal hacken muss, um aufzukriegen.
bestätigen. Da ist das Ding schon mal leer. Und hier noch ein bisschen Lager. So, wir wollen einlagern. Das, das, das und das. Zack. Zack. Bitte. Easy. Kann echt gut lagern hier. Vorne ist mein Ziel. Geschwindigkeitsbüste jetzt aber wahrscheinlich schon extrem viel Strom. Ich jetzt mal vermuten. So, da läuft scheinbar noch mindestens einer rum. Mindestens, okay. Ja, dann lassen wir den mal eben aus. Wir waren später drum. So viele sind. Die haben mich ja nicht bemerkt, oder? Schon mal nicht, und ich muss die nach da, ne? Ja. Alles mal einlagern hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Was gibt's mir denn? Materialien, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann machen wir es anders. Zack, zack, zack. Nehmen wir alles ab. Und nehmen wir das auch dann. So. 8-Menü. Viel Material, Alter, wie viel Material wir einfach haben. So, was haben wir denn hier? Speziallegierung, verlorenes Zeug, Keramik, verloren. Das kommt auf jeden Fall schon mal auf die Ladefläche. Stock ist voll, was? Und dann müssen wir was anderes vielleicht runternehmen. Rechte Sachen wie ein paar Twistbell-Rauchgranaten. Alles relativ locker, easy. So. Laden wir mal ab. So, und dann nehme ich hier einfach nur. So, was ist denn schwer? Du bist schwer. Du bist schwer. Du bist schwer auf jeden Fall. Und du kannst. Ladefläche. So, du. Auf meinen Rucksack. Reportus brauche ich nicht, Rauchkanal brauche ich nicht, die Bola. Bola, komm, liegt alles ja nix. Zack. Schön sortieren. Matex, so. Nehmen wir das schon mal. Hier haben wir einen Rucksack. Ach man, Jungs. Was wollt ihr denn von mir? Hey. So. Seh nicht. So, dann machen wir auf. Ich schlafe auch noch schon rein. Ich würde sagen, wir lagern einfach noch ein bisschen was ein. Das ist das halt so machen. Dann nutzen wir den Briefkasten einfach als Lagerfläche. Wenn wir so viel davon haben, so Bola-Guns. Ich bin immer eine Bola-Gun mit. Leitern, die Rauchgranaten. Da haben wir auch immer noch jede Menge Zeug. Und ich, die Schuhe.
kann ich einfach nichts machen, okay. So. Nein, die will ich eigentlich da einlagern. Darf nichts in den Kasten einlagern? Oh. Okay, das ist natürlich jetzt doof. Bin ich jetzt gerade sehr doof dann. Ich hier von nichts mitnehmen darf. Spezialregion würde ich zum Beispiel gerne nicht in die Hand nehmen vielleicht. Das und das, den kriege ich dann noch auf den Rücken, oder? Zack, genau. Das und das. Antragen. Antragen. So, bestätigen. Alles ist ja weiter instant los. Ach man, Sam, was machst du denn? So, wir haben hier. Wo sehe ich denn meine. Machtmenge, die wüsste ich gerne mal. Verloren, machen wir mal hier. Wo geht das? Wäre voll. Aha. Wir noch Metall. Stierfahrzeug laden. Nein, ist auch alles. Ja, der Truck ist rappelvoll. Da kann ich ihn nicht benutzen. Darf ich den nicht benutzen? Also darf ich den jetzt nicht benutzen. Oh. Nein. Also darf ich den nicht benutzen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso darf ich den nicht benutzen? Das verstehe ich nicht. Warum darf ich den jetzt nicht benutzen? Das Fahrzeug kaputt oder so? Ich finde mich nicht kaputt aus. Ja. Dann muss ich da nach hinten laufen mit dem anderen Fahrzeug nehmen oder was? Toll. Bin ich jetzt schon ein bisschen doof. Ja, was hat das andere Fahrzeug? Hoffentlich funktioniert das noch. Wäre doof, wenn das auch nicht funktionieren würde. Ja, ansonsten mache ich kein mehr. Ich will mein TK-Ding mitnehmen und einen Kasten. Dann baue ich mir einfach einen Briefkasten. Kann ich jetzt ein bisschen was abgelagern. Ja, komm, wir machen eigentlich, ne? Und zack. So, wir wollen einen Briefkasten. Ach, kein Netzwerk. Ah, schön. Also auch nicht. Ich kann gar nichts von dem, was ich machen will. Ich kann das Fahrzeug wenigstens benutzen. Das Fahrzeug darf man benutzen, okay. Ist das jetzt mein Zeug, was ich auf dem Rücken hatte eigentlich? Ganz so, ne? So, guck mal, der sieht doch genau gleich aus, oder? Okay. Oder darf ich den jetzt benutzen? Ach, wahrscheinlich darf ich nicht benutzen, weil ich nicht genug Platz für meine Fracht habe, ne? Das kann natürlich sein. Warte, dann. Machen wir eben. So. Ladefläche. Okay. Mal hier so ein bisschen kleineres Zeichen vielleicht noch.
So. Ich mal mitnehmen vielleicht. Nein, kann man nicht, okay. Reparaturspray wollen wir auch nicht. So. Schwarzer benutzen, das geht. Sehr schön. So, Metalle, Metalle, Dynamika und so. Ja, dann fahr ich einfach jetzt mit dem hier hin. Mensch, kann man aus dem Fahrzeug benutzen. Ne? Dann können wir den jetzt wahrscheinlich dann einbinden. So. Dann passt das so gerade. Okay. Dann werden wir dann aktivieren. Liefern, angeforderte Fracht. Zack. So. War immer gut zu uns. Wir haben Amelie viel zu verdanken. Sie sah das Potenzial unserer Arbeit und hat sich ins Zeug gelegt, damit unsere Farm in Gang kam. Wir wollen schon lange Teil des chiralen Netzwerks werden. Sehen wir uns das Getreide an, das du gebracht hast, ja? Gibt's ja nicht. Hast du uns echt so viel gebracht? Wie hast du das nur geschafft? Einfach klasse. Hey, wir sind klasse. 1%, 3%, oh, das geht ja noch. Trotzdem erst rein. I'm leaving. Haben wir noch einen bekommen. Cool. Was? 3 Sterne. Oh, nice. Übrigens, du kennst nicht zufällig Fragile, oder? Kannst du ihr bitte etwas von uns ausrichten? Sag ihr, danke, dass sie uns gerettet hat. Ohne ihren Einsatz wären South North City und unsere Farm vom Antlitz der Erde gefegt worden. Für mich ist sie eine Heldin und das soll sie auch wissen. Oh, stimmt, das Netzwerk. Kannst du uns wohl anbinden? Geschafft. Zeitregenfarm. Oh. Okay. Scannen. Sam, die Mules haben dich überfallen und vorher deine Fracht per Ping geortet, oder? Scannerneigung. Und damit das nicht wieder passiert. Scanner Negierungs. Sagen uns neutral. Okay. Sie sind. Cool. Gut. Vielen Dank. Jetzt können wir den Zeitregen endlich richtig ausnutzen. Unsere Farm schreibt Geschichte. Wir haben zwar einige Testfelder, aber da wir den Zeitregen nicht vorhersagen konnten, waren die Ergebnisse eher mittelmäßig. Zeitregen fiel hier relativ regelmäßig. Wir wussten also ungefähr, wann wir pflanzen und ernten mussten. Aber dann haben die Terroristen das Gleichgewicht zerstört. Zu viele Tote, zu viele Krater. Das Wetter ließ sich nicht mehr vorhersagen. Die Vorhersagen des Netzwerks sollten uns wieder auf die Beine helfen. Wenn alles nach Plan läuft, können wir expandieren und Zeitregen nutzen, um ganze Landstriche zu kultivieren. Natürlich setzen wir auch unsere Genforschung fort. Vielleicht können wir so bei der Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems helfen. Eventuell finden wir dabei ja sogar etwas über den Zeitregen heraus. Wir haben viel vor uns, aber die Herausforderung reizt mich. Danke, Sam. Du hast uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Ich freue mich schon auf die Ernte. So macht man das, Sam. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Na, sieh mal einer an.
Du hast die Zeitregenfarm gerade erst ins Netzwerk integriert und schon haben wir neue Aufträge. So kannst du die Rückreise sinnvoll nutzen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag. Sinnvoll nutzen. Natürlich. So, was haben wir denn jetzt? Recyceln. So, 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 so. Alles recyceln, ne? Und sind alle nicht übertrieben voll, ne? Dann, ja. Also funktionieren. Dann müssen wir halt noch ein bisschen unterschleppen. Aber ich sag, machen wir das in der nächsten Folge. Also uns da wieder. Haut rein. Thank you. Vielen Dank für die Unterstützung. Ciao, ciao.